Hallo meine Freunde und willkommen zu Rusty Lake Paradise. Ich bin heute mal wieder das Bruce und wir steigen direkt in das nächste Rusty Lake Erlebnis hinein. Diesmal sogar wieder in Deutsch. I remember that day when I returned to Paradise, the island of my family. Since I had received the message of my mother's death, the blurred childhood memories started to become more clear. From that first glimpse of the island, I could feel my mother's presence. It's hard to forget someone who gave so much to remember. The first plague, water turns into blood. So, wieder wie immer, es wird verstörend. Davon könnt ihr ausgehen. Von daher, ich habe es jetzt gesagt, es wird nicht besser mit den Rusty Lake Spielen, das ist einfach so. Okay, er möchte irgendwas, was so komisch aussieht. Gucken wir, ob wir da irgendwas finden. Ja, manchmal klappt es ja schon, wenn man oft genug drauf drückt, nicht wahr? Hier ist ein Haken und eine Machete und eine Box, die wir auch ganz einfach aufmachen können. So, okay. Mein geliebter Sohn Jakob. Leider muss ich dir mitteilen, dass deine Mutter verstorben ist. Bitte komm zurück ins Paradies. Wir brauchen dich. Dein Vater. Okay. Interessant. Dann hoffen wir mal, dass das auch so seinen Gang geht. So. Hier ist nichts mehr, aber jetzt haben wir eine Machete, mit der können wir sicher den Stock hier weghauen. Und dann hat er schon mal seine Angel, seine Sehne, seinen Haken. So, jetzt fehlt wahrscheinlich nur noch ein Wurm oder sowas. Den finden wir bestimmt hier drin. Ah ja, da ist er ja. Mensch. Das ganze Teil kaputt gemanscht nur, damit wir hier den Wurm haben. Und auf geht's. Zack. Yay, eine Makrele. Oder Garnele. Ja, okay. Interessant übrigens, dass der Kollege hier wie James aus dem ersten aus dem Rusty Lake Roots aussieht. Und damit haben wir das Paradies ein Blutegel, ja. Good to see you, grandson. I'm sorry about your mother. Ja, schön. Mir tut das eher leid. Was möchtest du? Möchtest du einen Egel? Nein. Okay, dann nicht. So, was haben wir hier? Okay, das sieht sehr gesund aus, das Wasser, was dort fließt. Okay. Warum nicht? So, was haben wir hier? Ah, hier müssen wir die Blutegel reinschmeißen, damit daraus dementsprechend Blut wird. Okay. Ah ja. Die Islander-Familie. Interessant. Caroline Islander. Okay. Eine Karaffe. Karaffe. ich meine natürlich eine Karaffe. Aber meinetwegen auch eine Karaffe.
Wenn man das so aussprechen möchte, dann kann man das so machen, nicht wahr? So. Dann werden wir mal die nächsten Egel hier kaputt machen. So, jetzt ist die Frage. Ah! Wir wollen natürlich einmal leckeres rotes Wasser. Okay, nö, es wird gar kein Hehl draus gemacht. Es ist Blut. Okay. Und wer es noch nicht weiß, Blut ist ein super Weinersatz. Vor allen Dingen, wenn da ein schöner Blutegel mit drin hängt, dann macht das richtig Spaß. So. Einer fehlt jetzt noch. Wo kriegen wir den letzten Blutegel her? Mich würde interessieren, ob das was mit der Ziege zu tun hat. Oder auch nicht. Ich meine, wäre ja möglich. Been a while, brother. Ah, das ist mein Bruder, okay. So, können wir vielleicht hier am Baum noch irgendwas machen? Nee. Hier auch nicht wirklich. Wo fehlt uns denn der letzte Egel? Oder war das schon der letzte? Ich glaube, einer geht noch. Hier ging es nicht irgendwie zur Seite, oder? Oder war hier noch irgendwas? Das bin ich vor 15 Jahren, okay. Bruder David, okay. Was geschah mit meiner Mutter? Das ist die Frage. Paradise has been suffering since your mother died. She prayed for your return. Please help us, son. Okay. Jo, dann sag mir mal, wo der letzte Blutegel ist, Dude. Vielleicht ist er ja hier irgendwie. Nee. Auch nicht wirklich. Kann ich hier nochmal Blut holen? Ja, okay. Kann ich? Vielleicht muss ich ja auch der Ziege ein bisschen Blut zu trinken geben. Ich meine. Oh, die arme Ziege. So, aber es war richtig. Schön. Gefällt mir. Wenn Dinge funktionieren. Genau. Wie zum Beispiel, dass ich gerade ins Haus wollte. Was ich eigentlich nicht wollte. So. Letzter Blutegel. Und schon haben wir den Schlüssel. Den Schlüssel für diese Tür. Oder für dieses Tor. Und da steht eine schwarze Gestalt. Bring meine Erinnerung zum See. Und der See wird das Bluten stoppen. Okay. Total. Kommt ein Sarg hoch, okay. Ich mach mal den Sarg auf, das ist immer eine gute Idee gewesen. Aha. Und hier ist der schwarze Kubus. Nimm das Opfer an und erleuchte uns. Okay. Natürlich. Klar, mache ich das. So, hier. Rein damit. Runter damit. Yay. Und schon haben wir einen Bereich. Ah. Ach so, das ist dann die nächste Plage im Übrigen. The second plague, frogs. Frösche.
Okay, unser Braserman steht wieder hier und hat ein Frosch im Mund und lässt ihn in die Hose fallen und dann ist er wieder im Mund. Gut, in Ordnung. Ach so, das ist jetzt ein kleines Rätselchen. Sehr, sehr spannend. Denn das war falsch. So. Ich weiß gar nicht, wie das ist, ob man einfach so. Nee. Man muss schon alle Dinge hier wegmachen. Das ist einfach die Sache. Ist aber auch nicht so schwer. Dann muss man ein bisschen umstellen. Ich will da zuletzt drauf. Ich will da so rumgehen. Okay. So, das ist eigentlich doch. Manchmal ist es relativ einfach. So. Ich will auf jeden Fall dort zuerst hin und dann muss ich dahin. So. Hier könnte ich mir vorstellen, dass ich das Viereck durchziehen möchte. Darum, ja, machen wir das doch einfach so. Und dann, oh, das scheint jetzt der letzte zu sein. Da möchte ich auf jeden Fall von der Seite dort rangehen. Genau, dann gehen wir einfach hier diesen Weg, nicht wahr? Dann haben wir das auch. So, damit habe ich den ersten Frosch schon mal gefunden. Wir gucken mal in den Wald. Jetzt mein Onkel. Warum? Don't. Er will was zu essen haben. Ich meine, die haben eine interessante Variante, um zu zeigen, hey, ich habe Hunger. Okay. Okay. Ich glaube, man muss einfach hier so eine Art Memory spielen. Was heißt eine Art Memory? Also, man macht immer das weg, was quasi, was man eben schon weggemacht hat. Good to feel your presence again, brother. Okay. Sie will eine Flöte haben. Gut, dann suchen wir mal eine Flöte für Flötentrudi. So, was haben wir hier? Sehr schön, eine Kerze und ein. Okay, das ist verschlossen, genau. Sie möchte vier Frösche haben. So. Möchtest du jetzt immer noch vier haben oder zwei? Sehr schön. Sie möchte nur noch zwei Frösche haben. Okay. Dann gucken wir mal. Ah. Wahrscheinlich muss ich ja drunter auch noch Feuer machen. Okay. So, das ist ein Gürtel. So, und das sind lustige kleine Rätselchen. Wahrscheinlich irgendwie so hier. Und dann machen wir das noch. So hier und dann haben wir es auch schon gelöst. Hier ist die Flöte für Flötentrudi. So. Ich gehe trotzdem erstmal hier rein, denn ich habe das Gefühl, dass wir das Holz hier drunter machen möchten und es dann auch noch anzünden. Ja. Ganz klare Nummer. So. Zudem habe ich noch eine weitere Geschichte. Ich würde gerne dem Kollegen hier einen Gürtel schenken, damit dem sein Frosch nicht mehr in die Hose fallen kann. So. Nachdem wir auch das geschafft haben, erfolgreich, möchten wir ihr hier die Flöte geben. Aha.
Oh, ein Glück. Oh, ich dachte schon, das hört nie auf. Oh. So eine Memory-Spiele finde ich immer ein bisschen anstrengend, aber hey. So, hier hast du noch zwei Frösche. Und dann, oh mein Gott. Was macht die da? Froschsuppe. Klingt nach einem französischen Gericht. Aber wer es mag, ist okay. Oh. Ha. Sehr schön. Yummy, yummy, yummy. Sehr schön. Sehr schmackhaft. Hätte ich auch total gemacht, den Schlüssel da rauszuholen. So, hier haben wir... Oh, okay. Okay, ja. Jacob, Jacob, ihr Erstgeborener. Wir belassen es mal dabei. Viel Spaß mit Jacob. So, damit ist auch diese... damit ist diese Plage sozusagen weg. Und wir kommen zur Roten Lady. Okay. The third plague. Gnats and lice. Stechmücken und Läuse. Das klingt spannend. Das ist ein Kreis. Da ist ein... okay. Das ist ein Kreis, das ist ein Plus in einem Kreis. Kreis mit einem Punkt, Plus mit einem Kreis. Haben wir noch irgendwas anderes, was wir begutachten können? Nee. Gut, dann gehen wir hier mal rein. Da ist ein X. Okay, ein X am Baum. Da ist eine Fliegenfängerpflanze. Und hier ist ein Haufen. Gut, es ist noch nicht definiert. Okay. Aha. Okay. Muss immer das Loch klicken, wo die Fliege als, also die neueste Fliege sozusagen rausgekommen ist. Und dann haben wir hier ein bisschen Honig. Mensch. Das erste Rätsel schon wieder gelöst. So, was möchte sie? Ja. Das kann ich verstehen. Läuse sind auch nicht schön. Na komm, nimm die Schaufel mit. Nee. Ich weiß noch nicht, was das wird. Ah, okay. Hier kann man Krüge zusammenbasteln. Gut, dazu brauchen wir wahrscheinlich erstmal Lehm. Das können wir wahrscheinlich jetzt hier mit dem Spaten rausbuddeln. Okay. So, und dann möchten wir... Okay, so. Wir wollen so einen Boden haben. So, und dann... nee, nicht ganz. Nee. Ah, so, das ist Krug Nummer 1. So, und hier möchten wir jetzt einen solchen Boden haben. Und dann hier... So, Mensch, das ging ja fix wie nix. Mensch, Wahnsinn. Gucken wir mal weiter, was hier so ist. Was möchte sie? Ja, man sieht's. Ich klatsche einfach mal die Fliegenklatsche ins Gesicht. Stechmücken. Schön. Das hat schon mal geklappt. Sehr schmackhaft. Und wir haben dann hier die Axt an der Seite irgendwie. Okay. Können wir das... Achso. So machen wir das. Okay. Oder auch nicht.
So, hier haben wir noch eine Schere. Auch das. So, was haben wir hier noch? Nichts. Okay. Gut. Dann mit der Schere würde ich sagen, kriegen wir die Läuse aus den Haaren, weil wenn er keine Haare mehr hat, kann er auch keine Läuse mehr haben. Okay. Also in der Mitte zwischen Punkt und Plus. Okay. Oh. Oh. Oh no. Oh, was hast du getan? Was? Wieso? Oh mein Gott. Warum? Sie hat ihm das Ohr abgeschnitten. Was soll das denn? Deswegen, meine Freunde, lasst euch nur vom gelernten Personal die Haare schneiden. Ansonsten passiert nämlich genauso was. So, damit habe ich eine Passage freigeschaltet. Ach Gottchen. Wer hätte das gedacht? So, hier kann ich mal die Krüge draufstellen, weil dann kann ich den Kram hier nämlich mal ein bisschen umlagern und dann passt das auch wieder. So. Und der Kollege hier, was will er hier haben? Oh, das ist aber schade für dich. So, dann habe ich hier Honig für dich. So. Okay. Okay. Was anderes? Ah. Beeren. Und ein... Ach, hier ist noch ein X. Ah. Birkensaft. Birkensaft auch etwas sehr Gesundes, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe. Hier hast du Birkensaft. Brauchst du noch ein Ohr auf deinem? Nee. Gut. Und hier vielleicht noch ein paar Beeren. So, jetzt... Oh, oh no. Oh no. Es ist schon soweit. Okay. Also es ist keine gute Idee, bei einer Stechmückenplage sehr viel süße Sachen auf den Tisch zu stellen. Da passiert nämlich sowas wie hier. Und Freunde, jetzt wird's richtig eklig. Also wirklich, Freunde, wenn ihr das schon eklig findet, dann bitte, diese Reihe ist nicht so. Es tut mir leid, aber es ist einfach so. Okay, wir haben einen Samen bekommen. Schön und gut, ja. Das war noch nicht der eklige Part. Das war noch nicht der eklige Part. Wir kommen da noch zu. Wie ist es eigentlich mit euch hier? Ah, okay. Wollt ihr ein Ohr haben? Ja, klar. Warum nicht? Und eine Schnecke vielleicht. Ja, auch nicht schlecht. Gut. So, dann wollen wir doch mal eine Blumenzwiebel hier einpflanzen. Vielleicht wird sie ja... Oh, so schnell geht das. Mit einer Blume versehen. Ach toll. Blumen sind schön. Anders wie irgendwelche komischen Riesenkokons, die irgendwie plötzlich entstehen. Ja. So, das wäre die Blume. Brauche ich noch mehr Blumen? Brauche ich hier noch irgendwas von? Nee. Ach ja, klar. Wir hatten ja hier noch eine Sache zwischen den beiden Sachen. Da ist ein X auf dem Boden und da buddel ich jetzt einfach mal eine kleine Schatulle. Jetzt erstmal gucken, wo die Augen sind hier an der Stelle. Ist natürlich besser, trotz alledem noch als diese Rätsel, wo man ein Bild irgendwie hinbekommen muss. Das finde ich nämlich immer ein bisschen sehr anstrengend an der Stelle. So. Eine weitere Blumenzwiebel. Hey. Cooler Stuff.
So, was ist eigentlich mit dir los hier? Eine Muschel. Ah, ich verstehe. Die Muschel kann ich hier reinschmeißen. Dann kriege ich hier noch eine Blume her. Und dann kann ich nochmal eine weitere Blume hier züchten, mehr oder weniger. Zack. Eine Rose, würde ich sagen. Eine Blume halt. Das ist jetzt nicht so wichtig. Es ist halt eine Blume. Wollen wir nicht so pingelig sein. So. Rose und das Ding. Okay. Das ist interessant. Okay, das ist gruselig. Okay, I don't like it. Dieser Wald muss auch noch eine unglaubliche Bedeutung haben. Der ist in jedem dieser Spiele sehr, sehr prominent vorhanden. So. Na gut. Dann würde ich mal sagen, wir haben auch diese Plage erfolgreich aus dem Weg geräumt. Ja, dann würde ich sagen, reicht das erstmal. Wir haben jetzt hier gleich drei Plagen weggehauen, ja. Und was die nächste Plage sein wird, das seht ihr in der nächsten Folge. Und ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Dann könnt ihr nämlich auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt natürlich auch gerne den Channel abonnieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst von diesem äußerst interessanten und weirden und total verstörenden Spiel. Warum will man das jetzt nochmal sehen? Ja, dann wünsche ich euch natürlich noch einen traumhaften Tag, Abend oder wann auch immer ihr das schaut und bis zum nächsten Mal.